Nicht nur der Baum. Nicht nur die Bauern müssten sich um Tierwohl kümmern, auch der Konsument müsse sich vom Billigfleisch verabschieden, sagt die Tierschutzsprecherin der NEOS Fiona Fiedler und merkt an, Tierschutz dürfe auch nicht beim Wolf oder beim Bär enden. Die ist aus meiner Sicht geprägt gewesen von einem ehrlichen Zugang dazu, dass wir alle miteinander alles versuchen wollen, um Tierleid zu reduzieren in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben unterschiedlichste Ansätze gehört. Und wenn wir das alles, was jetzt die einzelnen Redner und Rednerinnen der unterschiedlichen Fraktionen kundgetan haben, gemeinsam beschließen würden, gemeinsam umsetzen würden, dann könnten wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren große Fortschritte machen. Ja, es sind auch in der Vergangenheit... Es sind auch in der Vergangenheit Verbesserungen durchgesetzt worden, aber ich glaube, wir sollten uns darüber einig sein, wir sind absolut noch nicht am Ziel. Und nicht nur, wenn wir uns skandalöse Fotos und skandalöse Bilder, die durch sehr, sehr engagierte Aktivistinnen und Aktivisten gemacht werden, die damit einen Teil auch der Wirklichkeit offensichtlich aufzeigen, nicht nur, wenn wir die sehen, sondern auch im alltäglichen Leben ist das höchst notwendig, über unser Verhältnis zu Tieren zu reden und es weiter zu optimieren und zu verbessern. Denn ja, Tiere sind Lebewesen, Tiere haben ein Herz, Tiere haben eine Seele, Tiere haben Empfindungen, haben Nerven, empfinden Schmerzen, empfinden Leid. Und unsere Verantwortung, Aufgabe ist es, dieses drastisch zu reduzieren. Denn es gibt es hier und heute tagtäglich in unserem System, so wie wir derzeit leben. Ich bedanke mich deswegen für diesen Antrag, der in Sachen Kennzeichnung eingebracht wurde. Kann nur zustimmen, dass das ein erster Schritt nur ist, aber es ist ein wichtiger Schritt. Der Konsument, die Konsumentin haben eigentlich die größte Macht, die man haben kann mit der tagtäglichen Einkaufsentscheidung, eine politische Entscheidung, jeden Tag vor dem Einkaufsregal. Aber die kann ich nur dann verwirklichen, wenn ich weiß und wenn ich seriös beurteilen kann, dass ich mich darauf verlassen kann, was die Kennzeichnung auch tatsächlich darstellt. Da haben wir einiges zu tun. Wir werden sehr, sehr konsequent versuchen, aus unserem Ressort diesen Antrag, sofern er heute, und davon gehe ich aus, beschlossen wird, ihn auch umzusetzen, weil er ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wir arbeiten gerade daran, die Frage der Europarechtskonformität, wie können wir sie herstellen, wie können wir sie absichern, zu bewerten, zu beurteilen, und dann sollte es zügig auch in Richtung Umsetzung gehen. Ein Punkt, der heute nicht thematisiert wurde, zumindest ist er mir entgangen, aber jeder Redner, jede Rednerin hat eine beschränkte Redezeit und von daher ist es klar, dass nicht alles untergebracht werden kann. Was mich persönlich immer empört, das ist das Schalten der großen ganzseitigen Werbungen mit Billigstfleisch. Das Lebewesen sind kein Lockmittel, kein Lockangebot. Ich halte das wirklich für einen Fehler, denn wenn Fleisch konsumiert wird, dann sollte das auch seinen Wert haben. Dann braucht es auch einen korrekten, ordentlichen Preis für die Landwirte und Landwirtinnen. Und man kann nicht für den Einkauf in einem Supermarkt mit einem Kilogramm Billigstfleisch genauso werben wie mit Seifen oder mit Klobürsten oder Ähnlichem mehr. Das geht aus meiner Sicht nicht, das ist unethisch und das sollten wir eigentlich abstellen. Ein weiterer Punkt, der mich sehr gefreut hat, war, dass von mehreren Rednerinnen das Thema des Tierschutzvolksbegehrens angezogen wurde. Ich unterstütze das auch, ich habe es bereits unterzeichnet, rufe auch dazu auf, weil es wieder in einem wichtigen Teil des Tierschutzbereiches den Druck erhöhen kann und damit dieses Thema noch viel stärker zum Thema machen kann. Werben Sie mit mir, werben Sie mit uns für dieses Tierschutzvolksbegehren als ein wichtiges Anliegen zu Unterstützung jener, die hier nicht direkt Politik machen können. Ja, und dann bleibt das Thema Tiertransporte. Ich habe schon kurz erwähnt, ja, da wurden verheerende Bilder aufgezeigt. Und diejenigen, die ich kritisiere, sind nicht diejenigen, die es aufzeigen, sondern diejenigen, die diese, ich hoffe, Ausnahmen zulassen und ermöglichen. Und da geht es natürlich um
Importe wie um Exporte. Ich halte es auch für verrückt, dass wir Unmengen an Lebendtiere nach Österreich importieren, nach Europa importieren im Übrigen. Da brauchen wir europäische Regelungen. Und Sie können sich bei mir zu 100% darauf verlassen, dass ich auf europäischer Ebene dafür kämpfen werde, dass wir hier dieses, der Dietmar hat es formuliert, kranke System, dass wir das europaweit korrigieren in diesem Zusammenhang. Das ist im Interesse der Tiere, das ist im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten. Und ich bin zutiefst auch überzeugt davon, auch im Interesse der Landwirte. Ja, und bei den Tiertransporten ist das eine die Kontrolle, ja, die zu verbessern und zu intensivieren, Frau Kollegin, stehe ich absolut dazu. Das ist ein Teil, ein wichtiger Schritt, aber zumindest genauso wichtig ist die Frage der Genehmigungen von Tiertransporten. Sie wissen, es gibt klare gesetzliche Rahmenbedingungen in Österreich, die ich jetzt hier und heute nicht sofort verändern kann, obwohl ich es anstrebe. Aber im Rahmen dieser rechtlichen Möglichkeiten haben wir in diesen Tagen einen neuen Erlass verwirklicht, was die Tiertransporte betrifft, damit es bei diesen Genehmigungsbedingungen insofern zu einer Verschärfung kommt, als tatsächlich zu 100% gesichert sein muss, dass Pflegestationen, dass die vorgesehenen Entlastungsmöglichkeiten die Realität sein müssen, auch zu 100% nachgewiesen werden, bevor es zu einer derartigen Genehmigung kommt. Sie wissen, es gibt zu Recht entsprechende Kritikpunkte und Zweifel daran, dass diese Ruhestationen und Verpflegungs- und Versorgungsstationen etwa in Teilen Russlands mangelhaft sein sollen. Das ist zu überprüfen. Und ein Tiertransport, dessen Organisatoren das nicht zu 100% nachweisen können, dass das garantiert ist, können einen derartigen Transport nicht genehmigt erhalten. Sie müssen das belegen. Das ist eine Bringschuld derer, die einen derartigen Transport durchführen wollen. Das ist eine Verschärfung im Rahmen des bestehenden Rechts und ich glaube, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir werden den angesprochenen Tierschutzgipfel jetzt Anfang Juli nachholen. Da haben wir die Möglichkeit, alles auf den Tisch zu legen, was an Lösungsschritten notwendig ist. Ich bin froh darüber, dass Vertreterinnen aller Parteien, aller Fraktionen, aber auch der großen NGOs, bei denen ich mich sehr, sehr herzlich dafür bedanken möchte, dass sie seit vielen Jahren eine hoch engagierte Arbeit machen und damit immer wieder die Bevölkerung und uns alle hier wachrütteln und auch motivieren, noch schärfere Regelungen zu verankern. Bei diesem Tierschutzgipfel wollen wir schauen, wo haben wir die Möglichkeiten, das zu tun, was erforderlich ist. Ich glaube, dass es etwa beim Auftreten auf europäischer Ebene einen großen österreichischen Konsens geben müsste, dass wir hier im Sinne derer, die jetzt auch den Untersuchungsausschuss durchgesetzt haben im Europäischen Parlament, dass wir im Sinne einer breiten Allianz für Tierwohl hier europaweit aktiv werden und europäische Regelungen schaffen, die würdevoll sind und die vertretbar sind im Umgang mit Tieren in Österreich und in Europa. Und auf nationaler Ebene müssen wir weiter an Verbesserungen arbeiten. Wir haben einiges im Regierungsübereinkommen verankert. Das möchte ich auf Punkt und Beistrich umsetzen. Und wir werden dann miteinander reden müssen, in welchen Bereichen können wir, sollen wir und werden wir darüber hinausgehen. Dankeschön. Tiere seien keine Lockmittel, übt der Gesundheitsminister Rudolf Anschober Kritik an Supermärkten, die mit Werbeschaltungen für Billigfleisch werben. Fleisch müsse einen Wert haben, es sei verrückt, sagt er, Lebendtiere nach Europa zu importieren. Sagt Anschober, bei ihm resultiert ja der Tierschutz.